Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg ist steinig und schwer. Ist das eine Sackgasse? Ach nein, oh Gott, da. Ich habe das gerade überhaupt nicht gesehen. Krass, da oben ist der Wachturm. Muss die meiste Zeit jetzt eigentlich noch geradeaus. Noch mal ein paar Bilder machen. Nein. Hier geht's hoch. Einst so schöne Aussicht.
letzte Bild. Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Okay, hier brauche ich keine Map mehr. Wir sind da. Und Delilah, der Rettungstrupp. Oh Gott, it's a nightmare out there. Hello? Delilah! Sie ist weg. Kann das wirklich sein? Sie... Erstmal alles vor Wut. Aussehen weiß, kurze Hose. Irgendwie süß. Wir gehen gleich an das Funkgerät. Wir gucken uns noch mal kurz um. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. You're not here. No. Don't be mad. I'm not mad. I'm just... You're not mad? You're just disappointed? I'm not your dad after you got busted smoking pot. I just couldn't be out there for another minute. You could have just said that. I did, and now I'm... Disappointed. Yeah. I know. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented... One fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right,
Sure. Maybe. Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. Yeah. You gotta go see her. Henry, Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh, shit. Sorry. There's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You keep it for yourself. Bye, Hank. Okay. Das war's also. Das war Firewatch. Uff. Krasses Spiel. Also wirklich sehr, sehr schön. Wirklich atemberaubend schön. Von der Gestaltung, von der Grafik. Wirklich himmlisch. Ah, das sind meine Bilder an der Seite, die ich geschossen habe mit meiner Kamera. Das ist sehr cool. So, und also grafisch wirklich wunderschön. Ich mag den Stil sehr, wirklich sehr, sehr, sehr. Von der Story her, der Anfang, regelrecht erdrückend, was alles passiert ist mit Julia und oder Julia. Und dann der Rest hier, wo es anfing, erstmal so, man denkt, okay, neuer Job, hat Gedanken woanders, irgendwie sammeln. Und dann sowas. Man fängt an mit irgendwelchen Mädchen, die Lagerfeuer machen und hier und da. Und es ist witzig, es ist sarkastisch, es ist rührend.
und dann diese Anspannung, die dann noch kommt, dieses oh. Warte mal. Da sind die Fehler, da sind noch ein paar Bilder, die gemacht wurden. Von Vater und Sohn, die noch auf der Kamera waren. Sehr schön. Also wirklich, das Spiel ist empfehlenswert auf jeden Fall. Also ich würde es jedem raten, selber zu spielen. Wer weiß, mit den Quicktime-Event, wie es bei euch gelaufen wäre, was bei euch passiert wäre, wie es... Ich weiß es nicht. Es ist wirklich gut. Es ist... Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich dieses Spiel spielen konnte. Und dass ich es gemacht habe. Und dass ich es vor allem mit euch teilen kann. Meine Erfahrung hier. Ah. Der Link zu dem Spiel ist unten in meiner Beschreibung. Ich bedanke mich hier herzlich fürs Zusehen. Und... Ich freue mich jetzt schon darauf, ein neues Projekt anzufangen. Ich weiß noch nicht was, wir werden es sehen. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin auf dieser Reise seid mit mir. Auf dieser Reise bleibt und solche Spiele zum Beispiel mit mir zusammen entdecken könnt. Gut, dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an die Entwickler für dieses wundervolle Spiel. Also wirklich Hammer. Und ich wünsche euch da draußen einen guten Morgen, einen guten Tag und eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.